So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Let's Play RimWorld mit mir, dem Lufo. Und ich habe gedacht, ich probiere jetzt mal ein neues Konzept aus. Und zwar, ich mache jetzt nicht mehr einzelne Folgen. Also ich mache jetzt nicht mehr einzelne Folgen, sondern ich nehme jetzt einfach mal eine Stunde lang oder so ein Stück auf und schneide es danach im Aufnahmeprogramm so, dass es irgendwie ein paar Folgen werden und so. Weil, keine Ahnung, ich bin irgendwie der Meinung, dass... Es ist irgendwie anstrengender, immer Hallo und so weiter, als einfach zu spielen, dabei ein bisschen zu labern und so weiter. Das ist irgendwie, das hat mehr natürlichen Flow, wenn man mich fragt, und deswegen mache ich das jetzt einfach mal so und guck mal, wie das wird am Ende. Und wir werden sehen, wa? Hier kann mal bitte jemand Ina, ne? Wie wär's denn mal, wenn du mal das hier machst? So, dass der da drinnen zumindest ein bisschen Temperatur hat, wa? So, genauso wie Strom. Ich würde sagen, wir versuchen hier mal unser... Neuer Rekrut. Okay, das hat ja relativ gut geklappt. Lassen wir das. Neuer Rekrut. Zum Ort springen. Sehr gut. Wie sieht's aus mit Arbeit bei dir, Kollege? Kalle, Kommissar. Du hast eins bei Feuerwehr. Du hast eins bei Patient. Was hast du bei... Du bist Arzt, nur wenn du ganz unbedingt sein musst. Bettruhe... 1, Transport plus 1, Schalten 1, Aufsehen solltest du vielleicht gar nicht machen. Was kann der denn gut? Moment, Charakter, Handwerk. Okay, ich glaube, er wird ein Handwerker. Das erste, was du machen solltest, ist auf jeden Fall mal hier das ausrüsten und dann Arbeit. Sagen wir einfach mal, du bist auch kein Jäger, du bist auch kein Feldarbeiter, du bist ein Schmied, du bist ein Schneider, du bist ein Künstler, nicht wirklich, oder? Na doch, ein Künstler bist du auch. Ein Handwerker bist du auch. Und Transport machst du auf 3 und reinigen, oder warte, mach Transport auf 2, reinigen auf 3, forschen auf gar nichts. So. Wollen wir mal gucken, was jetzt passiert, ob der jetzt hier Sachen baut oder nicht. Was macht Kukumba gerade so? Der holt hier auch Kram ran. Jetzt haben wir zumindest einen einen ausgewiesenen Handwerker. Weißt du was, ich mach einfach mal jetzt hier, Kalle. Mach mal Transport auch auf 3. So, dass du arbeiten kannst stattdessen. Und dann machen wir unsere ganzeren Sachen. Hatten wir nicht einen... Ach nee, da wurde weggebombt, ne? Produktion. Der Bildhauer. Ich hätte gerne einen Nähtisch. Hier so. Steinmetzwerkbank. Ist das hier eine Schmiede, ne? Hallo? Mach das mal weg. Das ist eine Schmiede, ja. Okay, und dann hätte ich gerne einen Schmelzofen. Hier so eventuell. Haben wir noch irgendwas, was wir brauchen? Werkbank. Haben wir da unten? Labortisch. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Und dann natürlich, was wir auch noch brauchen, brauchen wir dann Möbel. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen blind. Möbel. Mal einen Stuhl und dann würde ich sagen, hier und hier und so, so, so und so. Das ist vielleicht ein bisschen knapp hier. Hm? Machen wir mal Folgendes. Ich den mal so setzen oder ich könnte auch so. Dann müssen die aber durch den Stockpile durchlaufen, ne? Neu installieren bei. Ich lass die einfach mal machen. Bist du eine Nachteule zufälligerweise? Nee, ne?
Charakter. Rauschmittel, das steht wohl da, ne? Nachteule, ja, gut. Das heißt, Kalle sollte möglicherweise dieselben Einstellungen haben. Haben wir noch ein freies Bett? Frei, Kalle. Ja, gut, okay, dann ist ja alles okay. Ich wollte nur gerade nicht, dass hier irgendwas falsch wird oder so. Okay, Kukumba macht sich auf den Weg. Wie sieht's mit Tieren aus? Ich hätte jetzt gerne Müffel. Ja! Okay, das sind Weibchen. Davon nehmen wir alle. Und ein Männchen. Nice. Elektrische Feuerbestattung nehmen wir mal. Was macht denn Oreo jetzt? Der geht das Büffel zähmen. Warte, Tiere. Wir haben nur einen Rotfuchs. Das heißt. So, eigentlich sollte Oreo nicht unbedingt hier Sachen tragen, ne? Oder nur ganz an letzter Stelle, wenn dann. Oreo ist so mega langsam im Vergleich zu allen anderen, dass der wesentlich besser dran ist, wenn der einfach nichts trägt und andere Sachen hantiert so lange. Oreo, ne? Ach, jetzt ist er im Bett. Okay, dann. Haben wir irgendeinen, der Tierpflege machen kann, der da drin ähnliche Skills hat wie Oreo? 7, Ina. Das heißt, Ina kann das mal auf der Nummer 3 oder so machen. Ich würde gerne Ina. Wo sind denn unsere Müffel? Sind die irgendwo am Rand, wenn die gerade reingekommen sind, ne? Hallo, Müffel? Müffel, da sind sie. Okay. Es ist, ja doch, es ist relativ weit weg. Es ist relativ weit weg. Ich lasse die jetzt alle mal so ihr Ding machen, eine Weile lang. Wir brauchen auf jeden Fall Kalkstein. Ist irgendwo Kalkstein? Das ist alles Kalkstein. Ich sage, wir tragen die Objekte mal weg. Was haben wir dann hier jetzt? Schutzweste normal und Holzstuhlentwurf. Und darunter? Stahlmoderner Helm unfertig. Arbeiter Kukumba. Autor Kukumba. Alter Autor auch noch. Krass, okay. Ich hätte gerne auch noch hier einen Stuhl für Oreo. Wobei, nee, Oreo kriegt einen Sessel, weil Oreo ist ein krasser Motherfucker. Was haben wir hier eigentlich alles? Wir brauchen 100 Stück. Eichhörnchen, ne? Ja. Alter, Oreo ist der krasseste. Kann man das nicht aus Eichhörnchenleder machen? Truthahn, Schweinhasen, Eichhörnchen, doch. Oreo ist der krasseste Motherfucker, Alter. Der hat einfach. Eichhörnchenleder. Wieso haben wir zu wenig Eichhörnchenleder? Eichhörnchen 75, Eichhörnchen. Überhaupt nicht zu wenig. Ich laber mich nicht zu. Oreo ist der krasseste Motherfucker. Der hat einfach ein Eichhörnchen-Ledersessel in seinem Teil. Löschschaum. So. Ina. Kannst du bitte Oreos Sessel machen? Nee, irgendwie nicht, ne? Wo ist Ina gerade? Die baut hier hinten. Sehr gut, da sind zumindest dann die Sachen einigermaßen geschlossen. Ich meine, wir können ja hier die ganzen Türen erstmal offen halten. So. Die müssen ja nicht dauerhaft zu sein. Die müssen nur zu sein, wenn ein Raid kommt. So, wie sieht es mit Essen aus? Nicht so gut. Haben wir hier Notfallessen mit nur Fleisch? Koche einfache Mahlzeit, ja. Das heißt, ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Moment, Lager.
kritisch bevorzugt. Und dann geben wir mal den Befehl, das ganze Fleisch. Nee, das dann nicht am besten. So. Und dann bitte Holloway. Koche Essen. Ist dann nämlich nice, wenn dann mal jemand langsam hier die Sachen alle wegräumen kann. Sehr gut. Dann können wir hier später auch noch eine Kochstation daneben machen. Wir müssen hier das auch ausbauen, glaube ich, ne? Zonegebiet, Lagerzone. Wie wäre es denn, wenn das noch bis hier geht? Und dann noch bis hier und... Und so. Ich weiß, das sieht alles scheiße aus, wenn man die fragt, oder? Ja. Aber wir müssen das da jetzt mal kurz lassen, eine Zeit lang. So. Alles wird langsam aufgeräumt und schön. Behandlung benötigt. Hat Kukumba wieder Asthma-Attacke oder was? Ja, scheiße war's, wa? Kukumba, geh mal ins Bett. Weißt du was? Ich glaube, ich mache sogar noch Folgendes. Sicherheit. Ich glaube, ich hau hier sogar überall noch Sandsäcke dazwischen. Krasserweise. So. Wird das langsam mal hier alles weggeräumt. Sehr gut. Sehr gut. Wir müssen nämlich auch noch hier, wie gesagt, ich glaube, ich baue hier unten dann so ein Lager ran oder so, wo dann ganze Scheiße drin liegen kann, dass das nicht alles im Weg ist die ganze Zeit. Was haben wir dann? Fleisch. Das liegt aber extrem weit weg. Wo sind wir überhaupt? Ja, nee, das lasse ich liegen. Scheiß da drauf, das kann von mir aus verrotten. Wir geben mehr Tiere in Auftrag zum Jagen. Und zwar, wie wär's denn mit ein bisschen mehr Eichhörnchen, kann nicht schaden, ein paar Ziegen, Grizzlies, lasse ich mal lieber eine Weile, wa? Schildkröten und so weiter, ich gehe erstmal nur auf Tiere, die mir nichts tun. Truthahn, ach, Lag, kann man alles machen hier. So. Gut. Wie sieht's hier aus? Wir haben noch relativ viel. Na, alles gut. Holloway macht alles sauber. Das ist auch sehr schön. Was macht er denn jetzt? Irgendwelche Statuen oder sowas, ne? Sehr gut, Nähtisch. Und da würde ich sagen, machen wir, wir brauchen keine Mützen und so weiter, weil wir eigentlich Helme haben wollen. Nähe eine Hose. Bis du X hast. Wir machen, bis wir 10 haben, das ist schon so okay. Aber wir machen nicht aus Buffalo-Wolle. Und wir legen es auf den Boden. Aufgabe hinzufügen. Ne, ein Hemd. Ne, bis du X hast. Nicht aus Müffel. Auf den Boden legen. Aufgabe hinzufügen. Staubmantel. Wiederhole, bis du X hast. Boden legen. Die machen wir nur aus Müffelwolle. So. Ey Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Links findest du einmal mein letztes Video und einmal eine Empfehlung von meiner Community. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, kannst du natürlich auch gerne abonnieren, um nie wieder ein Video zu verpassen oder mir bei Twitter folgen, um immer up to date zu bleiben, was ich so mache. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.